Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die kommende Woche. Und wie schon im letzten Wochenorakel angekündigt, haben wir eine sehr belebte Woche, wie ich empfunden habe, jetzt vor allem kollektiv gesprochen, weil im letzten Wochenorakel ja zu meiner Überraschung auch das Thema Reisen angesprochen wurde, die Bewegungsmöglichkeiten, die wir bekommen außerhalb des Hauses, also im verstärkten Maße. Und tatsächlich, man kann eigentlich sagen, also so meine Wahrnehmung, seit dem 1. Mai ist sehr viel von der Regierung zurückgerudert worden. Sehr viele Lockerungen sind diese Woche oder in der letzten Woche angekündigt worden für beginnend morgen, also für die kommende Woche. Und das kam alles, weiß nicht, wie es euch gegangen ist, recht überraschend. Vorher war immer noch großes Brimborium. Nein, nein, wir müssen das noch ganz lange aufrechterhalten. Auf einmal wird alles verändert. Also ich denke, im Hintergrund passieren, und das meine ich jetzt wirklich kollektiv politisch, Dinge, die uns jetzt ein Stück weit mit befreien. Und wir sehen, dass das in der kommenden Woche, ja eigentlich schon dieses Wochenende in die nächste Stufe gegangen ist und auch gehen wird. Und vielleicht noch mal zum Thema, entschuldigt bitte, zum Thema Reisen. Ich hatte ja auch angesprochen das Thema mit meinen Ostsee-Seminaren, und da verhält es sich so: Ich habe natürlich meine Ostsee-Seminarleute schon informiert darüber, aber im Moment sind meine Präsenzseminare noch nicht möglich, weil es immer noch die 1,5 Meter Abstandsregelung gibt, also diese Hygieneregelung. Und die kann bei meinen Seminaren nicht eingehalten werden, weil wir Körperbehandlungen machen mit Handauflegen, und da steht man an der Liege oder jemand sitzt und man berührt die Person, legt die Hand auf den Körper, um Heilung in den Körper zu geben. Das heißt, 1,5 Meter Abstand ist nicht machbar. Ist leider der Grund, warum jetzt die Ostsee-Seminare zumindest zu dem Zeitpunkt Ende Mai nicht stattfinden können. Normalerweise wäre es gegangen, weil sich auch da die Tore jetzt öffnen und auch Touristen wieder an die Ostsee, Nordsee gelassen werden, auf die Inseln. Also in der Tat stimmte das Engel-Orakel der letzten Woche, dass das Reisen im gewissen Maße zumindest jetzt losgehen kann, auch wieder die Planung. Ich werde natürlich alle unterrichten per Mail, aber auch hier per Engel-Orakel, wenn meine Präsenzseminare wieder starten können. Dazu brauche ich eben konkrete Termine in Nordrhein-Westfalen und dann auch in Schleswig-Holstein, wann der Kontaktabstand entfällt. Das ist das, woran es im Moment hakt. Aber wir warten das ab. Ja, kommen wir zu der nächsten Woche, dem Ausblick. Und bevor wir wieder auf die aktuelle Situation, den Übergang und das Ziel, die 5D-Realität eingehen, gucken wir uns die individuellen Botschaften ganz kurz nochmal an. Ich mache mal eben die Kamera ein klein bisschen runter. Wir haben hier links für euch, auch neu in meinem Shop, einen Amazonit-Anhänger in einem wunderschönen hellen Türkiston. Für die linke Botschaft, die mittlere Botschaft, da haben wir den, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, den grünen Opal. Das ist ein Opal, den gibt es nur in Madagaskar, ein wunderschöner Stein, eine sehr schöne Farbe, den findet ihr in der Mitte. Und rechts habt ihr den Labradorit, den gibt es im Moment jetzt auch als Schneckenhäuschen. Ja, man könnte es auch so hinlegen, dann habt ihr das Schneckenhaus oder so. Am Anhänger ist er so, weil er hat hier ein Loch und dann kann er so aufgehängt werden. Also wer da auch Spaß an solchen Anhängern hat, den Schutzanhängern, die es in meinem Shop gibt, ihr findet natürlich den Link wieder unterm Video. Aber erstmal wählt bitte aus, was ist eure persönliche Botschaft für die kommende Woche. Wenn ihr dazu einen Moment länger braucht, haltet das Video kurz an, um wirklich reinzuspüren, was ist die Botschaft für euch für die kommende Woche. Und ich fange dann schon mal an und werde jetzt die Kamera noch ein klein bisschen nach links schieben, weil ich eben im linken Bereich anfange, sonst muss ich mich so weit strecken. Also, wir fangen links an mit der Botschaft: Wie ist die aktuelle 3D-Situation hier für uns als Kollektiv? Die Engel sagen, im Moment kommt sehr viel Inspiration zu den Leuten. Also ich glaube, dass diese Ruhephase, die jetzt gerade wahrscheinlich morgen zu Ende geht, wo alle Geschäfte aufhaben, wo wieder mehr Leute arbeiten, mehr Leute wieder in die Städte laufen, man wieder ein bisschen mehr busy wird, was auch gut ist. Ja, auch die Restaurants öffnen, denke ich, teilweise. Das glaube ich für uns alle sehr gut, weil wir auch, also ich habe auch keine Lust mehr nur auf dieses Quarantäne-Ding. Die Engel sagen aber, diese Zeit der Ruhe hat sehr viele Leute inspiriert. Ja.
Sehr viele Leute haben Eingebungen von den Engeln bekommen. Die Inspiration kommt von den Engeln. Also die Leute kommen mehr in Kontakt mit ihrem Herzen, mit ihrer Wahrheit, mit dem, was für sie richtig ist, was sich stimmig anfühlt, was nicht, was in Resonanz geht. Das, was wir als spirituell Erwachte schon viele Jahre kennen und pflegen und wozu wir auch alle manchmal Ruhe und Stille brauchen. Und diese Ruhe und Stille, die die Menschen jetzt mehr hatten, auch vielleicht dieses bewusste Fernseher ausschalten, weil man es gar nicht ertragen kann, sich das anzugucken, was da dargeboten wird, verbindet dich mit anderen Welten. Ja, und vielleicht auch der Austausch mit anderen Leuten, wo dann Leute irgendwas sagen, wo man sagt, aha, ja, hast du recht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also die Leute fangen an nachzudenken und das sehen wir. Und ich will gleich auf etwas hinaus, was wir auch hier noch sehen für den Übergang. Am Wochenende haben ja wahnsinnig viele, also jetzt am Samstag, wahnsinnig viele Proteste stattgefunden oder Spaziergänge genannt, sehr, sehr gut gemacht, das so zu nennen. Ja, kleine Demonstrationen, was heißt klein? Manche waren riesig. Und das sind die Menschen, die aufwachen. Da sind die längst aufgewacht natürlich mit dabei, aber da sind auch ganz viele dabei, die jetzt gerade merken, so geht es nicht weiter, es geht uns an den Kragen und wir müssen jetzt den Mund aufmachen. Das ist auch richtig. Und wir bekommen auch ganz viel Mitgefühl, ja, von unseren Vorfahren. Also wir haben die ganzen Vorfahren auch noch hinter uns, die darauf warten, dass wir diesen Planeten jetzt transformieren, dass wir jetzt wirklich, sie verstehen auch unser Leiden, sie verstehen auch unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Frustrationen, unseren Ärger, alle Emotionen, die wir haben, kriegen wir volles Verständnis von denen, die auch mit uns schon inkarniert waren, unseren Vorfahren, unseren Verwandten, verstorbenen Verwandten. Also wir haben, heißt für mich, es gibt eine super Rückendeckung, es gibt ganz viele Einflüsterer, Geistführer, die uns jetzt helfen. Ja, die auch den Menschen da draußen helfen, auch denen, die vielleicht noch nicht so erwacht sind wie du und ich, ja, das alles zu verstehen und einzuordnen. Und es geht darum, in die Selbstliebe zu kommen. Das alles ist auch ein Akt, sich selbst zu lieben. Denn allein beim Thema Impfung muss man sich klar fragen, wer lässt sich von außen vorschreiben, was zu tun ist. Ein Mensch muss selbst bestimmen, was er an seinen Körper lässt und was nicht. Niemand anders kann irgendwas initiieren, wo wir nicht wissen, ehrlich gesagt, was da drin ist. Ja, und also es geht darum, aus Selbstliebe auch den eigenen Körper, die eigene Sicherheit, die eigene Freiheit, um was es alles geht, zu verteidigen, ja, und dafür einzutreten und Lösungen zu finden, die jeden in seiner Selbstliebe lassen, dass jeder auch glücklich sein kann. Ja, Selbstliebe ist ja der Wegbereiter für das Glücksgefühl, sich glücklich zu fühlen. Und ich denke, dass das jetzt in 3D Druck gemacht wird, dass wirklich Lösungen gefunden werden, die jeden Einzelnen glücklich und zufrieden machen. Und das ist noch dabei. Ja, das ist so das, was im Feld ist, sagen wir mal. Es sind ja hier alles so Edelsteinfelder, auch die ihr hier sehen könnt, die hier gelegt wurden. Und die kreieren ja auch eine Realität oder eine Schwingung. Ja, also das ist das. Wir haben aber, und das finde ich echt enorm, ich glaube, das habe ich noch nie gesehen, so viel Hilfe auf einen Schlag, die da ist und uns hilft, unser höchstes Wohl, für unser höchstes Wohl einzutreten und die Dinge, die dafür nötig sind, auch nach außen hin zu verteidigen, auf eine positive Weise, ne, zu demonstrieren und so weiter. Dann haben wir die Mitte. Worum geht es in der Mitte? In der Mitte geht es um den Übergang. Ja, wir sehen, dass bestimmte Dinge in der Welt, wie sie vorgesehen sind, nicht gewollt sind oder nicht im Einklang mit allen sind und schon gar nicht zum höchsten Wohle aller. Also was ist das, was transformiert wird? Was ist der Übergang in das Neue? Die Engel sagen, da haben wir die Sumpflöcher, ja, das ist recht witzig. Verbünde dich mit der Angst, entfache deinen Mut. Also das ist das, was jetzt den Übergang macht. In dem Moment, wo die Leute aus der Angst und Passivität rausgehen und den Mut entwickeln, sich zu zeigen, zu protestieren, ihre Meinung zu äußern, Dinge anzugehen, ja, vielleicht auch einen Abgeordneten anzurufen oder anzuschreiben. Was aber ist, ist ja egal. Es gibt ja viele Wege, wie man mutig sein kann und zu sich stehen und für das kämpfen, was jetzt wichtig ist. Und das passiert jetzt. Das heißt, Mut ist in Deutschland eine sehr seltene Frucht, möchte ich behaupten. Ganz viele Menschen fehlt ganz viel Mut hier in Deutschland. Und dann zu lesen, dass jetzt im Übergang die Angst transformiert wird auch in Mut. Ja, das ist auch eine Transformation. Wandle alte Lasten in neue Kraft. Also das ist das, was passiert. Die Menschen
die Angst musste vielleicht und die Probleme mussten vielleicht für jeden auf der Welt und in Deutschland zunehmen, damit die Leute sich endlich erheben und sagen, es reicht. Weil solange man immer noch einen ruhigen Tag hat und immer noch dreimal im Jahr in Urlaub fahren kann, ist der Hals noch nicht voll. Ja? Und insofern musste vielleicht eine Krise kommen, ja, ein Problem kommen, das alle betrifft, das alle benachteiligt. Es gibt keinen, der hier irgendwie sagen kann, alles super, sondern alle sind betroffen und es muss einen Zusammenhalt geben, jetzt dafür einzutreten, dass das ja wahrheitsgemäß läuft auf jeden Fall. Ne? Die Wahrheit rauskommt. Das werden wir sehen, dass das sehr, sehr wichtig ist, hier auch im Reading, dass das, was rauskommt, jetzt sehr, sehr wichtig ist für alles Weitere. Die Engel sagen auch, brich mit Routinen, lasse Veränderungen zu. Also hier haben wir auch so einen Befreiungssprung, ja. Jemand, der, guck mal, und der verlässt das sichere Land, dieses physische, was ihm Sicherheit gegeben hat, den vorgefertigten Weg. Hier ist ein vorgefertigter Weg. Nein, er springt zur Seite über den Regenbogen. Also er lässt sich tragen von seiner Begeisterung, Idee, seinen Wünschen, seinen Idealen. Er weicht vom Weg ab. Er geht nicht einfach den Weg wie ein Schaf weiter, ja, immer geradeaus und immer schön in der Reihe bleiben, sondern er bricht aus und erkennt das Farbspektrum, was er zur Verfügung hat, die Möglichkeiten und die ihn auch tragen, ja. Also da ist sehr viel Mut und die Leute werden erwachsen, empfangen das Geschenk der Gemeinschaft, sie setzen sich zusammen. Ich habe gestern Bilder gesehen, da saßen Leute auch auf so einem, wo war das? Ich weiß es jetzt nicht, Nürnberg oder so, auf einem auf einer Wiese, aber sehr zentral, also im Schlosspark eher, und haben geredet und ja, so ein stiller Protest, alles ist gut. Also die Leute kommen zusammen und reden, tauschen sich aus und ja, zeigen sich. Ja, und nicht nur, um mal frische Luft zu schnappen, da ist schon mehr dahinter. Und sie merken auch, dass sie wie die Erde auch, ja, die Erde ist dein Körper, dass sie eins sind mit dem Körper, ja. Dass sie eins sind mit dem Körper der Erde und dass es um den Schutz der Erde und ihren eigenen Körperschutz auch geht. Ja, auch wenn wir nochmal über Impfung oder Maßnahmen, auch die Mundschutzmaske und all diese Dinge reden. Und das Ganze, dieser ganze Übergang, diese ganzen Mut-Dinge, die jetzt getan werden, helfen, hinter den Schleier zu blicken. Das ist eine Karte, die wir schon mal hatten, aber sie bleibt natürlich aktuell, weil jetzt nochmal der Schleier weggezogen werden kann. Und das ist eigentlich die direkte Überleitung zu diesen Themen hier in 5D quasi, da wo wir hinwollen, in ein 5D-Leben. Und ich schiebe auch wieder die Kamera ein Stück zur Seite. Also es ist quasi der Übergang, weil was heißt das, der Schleier wird weggezogen? Wie sollen wir das verstehen? Ich nehme erstmal die Karte, weil die passt dazu. Wir sehen, was im Bereich der Gesundheit wirklich gespielt wird. Es kommen so viele Wahrheiten raus, wer welche Zahlen komponiert oder ändert oder erhöht oder erniedrigt oder zusammenfasst, Statistiken anfertigt. Was ist gesund, was ist nicht gesund? Das wird zur öffentlichen Debatte gemacht. Ja? Es wird diskutiert, es wird kritisiert in alle Richtungen. Ja? Das ist eben ein Meinungsbildungsprozess, wenn wir mal ehrlich sind. Und der steht uns zu. Das wollen aber manche nicht, dass wir uns selber eine Meinung bilden. Also darum dreht sich das alles. Es geht um unsere Gesundheit, um die Heilung der Menschen und des Planeten und wer daran wahrhaft interessiert ist und wer nicht. Und es geht um die wahren Lehrer dieser Gesundheit, die wahren Lehrer, die spirituellen Lehrer, die einen ganzheitlichen Blick darauf haben, die auch den Mut, ja, haben müssen, jetzt aufzusprechen. Und das sind meines Erachtens sehr, sehr viele, sehr viele auch niedergelassene Ärzte, die den Mund aufmachen und sagen, Fachärzte, ja, Lungenärzte und so weiter, die schon gesagt haben, diese Isolation, das ist Quatsch, ja, dieser Mundschutz ist Quatsch. Also das ist Wahnsinn. Und da wird der Schleier gelüftet. Wir schauen eigentlich hinter die Kulissen einer fabrizierten Wahrheit, was man von uns wollte, was angebliche Wahrheit sein sollte und wo Wahrheiten seit Jahrzehnten und Jahrtausenden unterdrückt wurden. Aber wir kommen zurück zu dieser ursprünglichen Art der Heilung, die zum Wohle des Menschen ist. Und da ist es auch tatsächlich egal, was das ist, ob es Schulmedizin ist, ob es Naturheilkunde ist, ob es spirituelle Heilung ist. Das ist egal, da habe ich gar kein Urteil. Es muss aber zum Wohle der Menschen sein. Voll und ganz. Aber sobald es darum geht, nur Geld zu verdienen oder was auch immer, dann sind wir auf dem Holzweg.
Und Ganesh, der indische Gott, der die Hindernisse wegräumt, sagt, die Hindernisse werden jetzt weggeräumt, dass wir wieder in diese ursprüngliche Gesundheit und Heilung kommen können. Das ist natürlich nur ein wichtiger Pfeiler in unserem Leben. Nicht, dass ihr denkt, es geht jetzt nur darum. Nein, es ist ein wichtiger Pfeiler, an dem wir gerade experimentell lernen, was die Wahrheit ist. Und vielleicht, wie ich schon hier vorher sagte, muss der Mensch am eigenen Körper spüren, was es heißt. Andere wollen über mich bestimmen, haben andere wirklich Gutes, führen die Gutes im Schilde mit mir oder eben nicht. Diese Unterscheidung überhaupt treffen zu können. Und da werden jetzt alle Hindernisse beseitigt und auch die Menschen bleiben beharrlich. Es lässt sich jetzt auch keiner mehr ein X für ein U vormachen. Ja? Also die Menschen sollen beharrlich bleiben, sie bleiben beharrlich und wollen die Wahrheit. Ja? Und wie schon, ich glaube, das habe ich in einem Instagram-Post, glaube ich, rausgeschrieben letzte Woche, weil ich hatte ein ganz interessantes Gespräch mit einer Freundin von mir, die auch Heilpraktikerin ist, und die schrieb mir dann irgendwie, ja, beobachtest du denn im Moment bei deinen Klienten irgendwelche besonderen Themen, die so gemeinsam sind? Und dann habe ich so überlegt und habe gedacht, es gibt eigentlich nur ein sehr übergreifendes Thema, und das ist, die Wahrheit kommt ans Licht, privat wie auch öffentlich oder kollektiv. Die Wahrheit kommt ans Licht und das heißt, im Licht sieht man, wer wessen welche Absicht hat, ja, wer welche Absichten verfolgt, wer arbeitet wirklich zum Wohle von Menschen und wer nicht. Und das kommt sehr, sehr klar ans Licht. Deshalb entdeckt den Segen dieser Situation, auch wenn es chaotisch anmutet, wenn es unruhig ist, wenn es heftig ist, ja. Der Segen ist aber, dass wir, dass quasi unsere Windschutzscheibe mal gereinigt wird, ja. Stellt euch vor, ihr seht schon nur noch verschwommen durch die Windschutzscheibe, weil da einfach so viel Dreck drauf ist. Und jetzt kommt mal jemand und macht euch die Windschutzscheibe an der Ampel sauber. Und auf einmal seht ihr klar, ja, ihr seht klar, was eigentlich Sache ist. Und das ist der Segen der Situation, mehr Klarheit und nächsten Step, allein wenn wir schon an die Gesundheit denken, Freiheit, die persönliche Freiheit, die Freiheit dahin zu gehen, wo ich hingehen möchte, dahin zu reisen, wo ich hinreisen möchte, in ein Restaurant zu gehen, ja oder nein, ich entscheide. Ja, auch über meine körperliche Freiheit, was mit meinem Körper gemacht wird und was nicht. Das ist eine höchste Freiheit und darum geht's. Und bevor natürlich nicht diese Freiheit auch für alle da ist, sind wir noch in einer Art, teilweise, sicher nicht in allen Belangen, aber teilweise Sklaverei. Und manche Länder, manche Personen vielleicht noch mehr auf dem Planeten, wenn wir mal nicht nur an Deutschland denken, wo wir vielleicht noch privilegierter sind. Aber es geht um die Freiheit des gesamten Planeten, aller Seelen. Und das ist auf dem Weg hier. Und das ist der Weg in 5D. Und das fand ich jetzt ganz, ganz schön hier zu sehen. Und schon, mein Gott, die Zeit geht rucki-zucki hier mit dem Orakel, finde ich. Haben wir die Möglichkeit, jetzt die persönlichen Botschaften anzuschauen? Ich hatte ja hier den türkisfarbenen Amazonit. Diejenigen, die den türkisfarbenen Amazonit gewählt haben, kriegen auch ein wunderschönes Foto erstmal von der tiefen Heilung. Also für euch persönlich ist wichtig, dass jetzt eine tiefe Heilung stattfindet. Für euch persönlich, vielleicht für Leute in eurer Familie, aber vor allen Dingen hier für das Volk, für den Volkswillen, für das, was im Argen ist, was schief läuft, was nicht in die richtige Richtung läuft. Das kann jetzt eine sehr tiefe Heilung erfahren. Und diese Heilung kommt auch, und das passt gerade zu der Windschutzscheibe, die ich erwähnt habe, indem Klarheit zu den Menschen kommt, indem die Menschen anfangen, klar zu sehen. Das passt auch hier zu dem Schleier, ne? Wie wenn die Windschutzscheibe vorher einen Schleier hat, da sieht man nicht so klar. Jenseits des Schleiers, der Schleier wird weggemacht, sieht man klar. Also es lüften sich jetzt die Schleier und die Menschen auch um dich herum fangen an, klarer zu sehen. Vielleicht siehst auch du selber noch Dinge klarer, die du vorher gar nicht so gesehen hast. Und es gibt neue Einsichten, ja, also Erkenntnisse. Aber die Menschen fangen an, nicht vorgekaute Erkenntnisse zu übernehmen, blind, dann wären sie immer noch blind, sondern sie fangen an, ihre eigene Klarheit, ihre eigene Einsicht zu haben. Sie fangen an zu denken. Und zwar Zusammenhänge zusammenzupacken. Das ist intelligentes Denken und auch das ist gefragt. Auch wenn das mehr der analytische Kopf macht, der bei mir übrigens auch sehr gut funktioniert, nach wie vor, der ist nicht benachteiligt und der kann das sehr, sehr klar alles zusammendenken. Und das ist jetzt gefragt. Es geht darum, nicht mehr passiv zu sein, nicht mehr das Schaf, was einfach einen Weg, einen vorgefertigten Weg sich leiten lässt, sondern
zu sagen, ich denke, ich verstehe, ich begreife und ich erkläre mir das. Also das ist das, worum es geht. Und das, wenn du das selber schon hast, dann ist es dein Umfeld, wo du das jetzt immer mehr feststellst, dass die Leute in die Einsicht und Klarheit kommen. Und das ist sehr wichtig, weil ganz, ganz viele wahrscheinlich in den letzten Jahren erlebt haben, wie sich die Gesellschaft spaltet zwischen denen, die einen erwachteren Blick haben oder einen erweiterten Bewusstseinsblick haben und diejenigen, die eben noch in diesen Hamsterrad-Apparaturen rumlaufen, dass man eben merkt, ja, die Ansichten sind so unterschiedlich, dass man kaum noch Überlappungen hat, ja. Und das scheint sich jetzt hier gerade zu ändern, dass einfach die Leute wieder aufwachen und eben anfangen, auch in breiteres Bewusstsein auch für sich selbst in die Natur zu kommen. Dann haben wir den grünen Opal hier in der Mitte. Diejenigen, die den grünen Opal gewählt haben, erleben auch sehr stark die Energie dieser Mitte, muss ich sagen. Ihr erlebt, dass euer Selbst sich von Prägungen befreit. Das ist hier wie der Sprung zur Seite. Ja? Ihr öffnet Türen und ihr merkt, ihr seid noch geprägt von Dingen oder euer Umfeld, es kann auch euer Umfeld betreffen, von denen ihr euch jetzt befreien könnt. Ja, das ist auch so eine Expertengläubigkeit. Also wer auch vom Fernsehen alles zum Experten gekürt wird, da muss man auch mal ganz klar hinterfragen. Manchmal sind das Lobbyisten, Leute, die einfach eingesetzt werden und auch eine Meinung vorkauen. Also sehr, sehr vorsichtig sein, wem ihr dazu hört. Sehr kritisch, das ist euer gutes Recht. Niemand hat das Recht, euch das zu nehmen, kritisch zu sein und zu hinterfragen und euren eigenen Intellekt zu verwenden. Die Leute fangen auch immer mehr an, eben sich von der Prägung zu befreien. Ein anderer weiß, was gut für mich ist. Ein anderer sagt mir, wie es geht und wo ich lang gehen soll. Immer mehr ihrem eigenen Herzen zu folgen. Und da kann es auch zu sehr drastischen Maßnahmen kommen in der nächsten Woche, dass ihr das auch drastisch anderen klar macht. Dass ihr sagt, ich lasse mir nichts vorkauen. Mein Herz fühlt das so und dann ist das der richtige Weg. Ja? Also das wird immer mehr unser Kompass sein, der Herzkompass. Erzähle die Geschichten deines Lebens. Da merken wir, das hat wieder mit diesen Zusammenkünften hier zu tun, ja, dass die Leute sich mehr austauschen, mehr über sich reden oder über ihre Empfindung, ihre Wahrnehmung, ihre Meinungen, sich da austauschen, sich da auch zusammenfinden und ein Stück weit auch bestätigen können. Also sehr schöne Entwicklung hier. Dann haben wir wie nenne ich es jetzt? Die Muschel, die Spirale. Aus Labradorit. Diejenigen, die das gewählt haben, erleben, dass sich das Herz immer mehr öffnet. Und das Herz eben, was hier auch schon angesprochen wurde, immer mehr zum Führer deines Lebens wird. Ja? Bei vielen Menschen öffnet sich jetzt erst das Herz. Die fangen erst an, jetzt wirklich mit ihrem Herzapparat auch zu fühlen und dahin gezogen zu werden, wo sie hingehören. Und das kann auch eine Meinung oder eine Seite sein, also eine Partei, die sie einnehmen. Ich meine jetzt nicht politische Partei, sondern Partei annehmen für etwas, ja, einer Meinung folgen. Also sie werden jetzt zu den Leuten gezogen, wo es vom Herzen her passt. Deshalb, die Leute finden sich über ihre Herzensangelegenheiten, ihr Herzanliegen zusammen. Das sind Herzbewegungen, die wir da draußen sehen. Und wo sehr viel jetzt gestartet werden kann. Also wo viel in Bewegung kommt, wo die Leute wirklich losgehen, wirklich Schritte unternehmen. Es nicht mehr aufschieben. Das hier sagt auch, schiebe nichts mehr auf. Ja, sag nicht nächste Woche, morgen, nächstes Jahr, sondern geh jetzt, erhebe dich, folge deiner Anziehung, folge deinem Herzen und dann bist du auch richtig. Ja, also da ist wirklich viel Bewegung hier, da kommen wahrscheinlich noch mehr Ströme zu dieser Wahrheit jetzt, denn die Wahrheit ist das, was uns alle anzieht, bewusst oder unbewusst, da kann auch keiner was dran machen. Wenn jemand versuchen würde, da was zu machen, dann würde er versuchen, den Schleier wieder zuzuziehen, also in die Täuschung zu gehen. Ja, muss sich jeder überlegen, ob er zu der Seite gehören möchte, die andere wieder verhüllt, oder ob wir nicht jetzt alle dran sind, das Spiel zu beenden und wirklich den Schleier wegzuziehen und den Leuten selber ihren eigenen Eindruck auch zu lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch für die kommende Woche eine ganz spannende Zeit, ganz viel Aufbruch und Neues möge auch zu euch kommen, schicke euch Licht und Liebe aus meinem Herzen und sage bis bald.